Willkommen zurück in Bottle 2. Ja, ich habe gerade gemerkt, was der Fehler war vom Ende. Und zwar hätte ich hier keine blaue Farbe hinmachen dürfen. Das ist falsch. Das sehe ich nun ein. Und ja, die blaue Farbe ist nämlich dafür da, um die Turrets hier kaputt zu machen. Um sie zu... damit die hier rumfliegen und ballern und alle kaputt machen. So. Kommt nur noch einer. Und? Ah, Niete. Jetzt aber. Warum? Warum? Wow! Ach, der hüpft hier rum. Warum ist das drollig? So. Jetzt müssen wir dahin. Und hier hin. Wow! Hallo? So. Und jump! Yes! Ja, wir haben im letzten Part habe ich das verhauen mit der Farbe, aber jetzt ganz weitergehen. Ich hätte da nämlich keine Farbe hinmachen müssen. Das war der Grund des Versagens. Und Entschuldigung! Entschuldigung, 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 dass ihr eine Woche warten musstet. Aber es ist ja okay. Es ist okay. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von mir geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Okay, GLaDOS, du hast schon ganz schöne Pläne hier. Das ist gut. So, jetzt machen wir hier die, aber... So. Da muss ein Portal hin. Da eins hin. Und dann müssen wir den Knopf drücken. Und in Deckung gehen. Denn jetzt passiert das. Eigentlich sollte das Rohr damit kaputt gehen. Falsch. So. Jetzt. Jetzt müsste aber das Rohr kaputt gehen. Voll auf das Ding! Und... Booyah! Alles nass! Booyah! Weiter geht's! Und wir sind hier wieder in einem Art Büro. Mit dem Aperture-Logo als cooles Hintergrundbild. Weiter geht's! Wir sind immer noch auf der Flucht. Also wollen Wheatley finden, der mit uns vorher auf der Flucht war. Aber jetzt ist er ja, GLaDOS und wir spielen auf den Bändern herum! Geht auch gerade aus. Super, da bist du ja! Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Okay. Das, ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Was für ein Versteck? Ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst.
Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Okay. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Okay. Keine Tricks, keine Überraschung. Nur du und ich und dein grausamer Tod. Was ist da gut? Nein. Schöner, grausamer Tod. Mach hier mal wieder alles kaputt. Danke, dass du mir den Weg übrigens frei machst. Ja, was hat der nur getan? Wie war das hier nochmal? Warte mal. Hier war doch irgendwas. Ja. Stimmt, wir haben noch die Farbe. Mit der können wir Farbe machen. Moment mal bitte. Da ist mir doch gerade was eingefallen. Und zwar. Moment. Das haben wir doch. Wir müssen doch jetzt gleich. Ah, genau so war das. Ah, jetzt hab ich's. Da lang. Und da. So, dann kommen wir nämlich jetzt da durch und hinein! Wow! Haha! Whitley, wir kriegen dich! Ah, in den nächsten Parts werden wir dich kalt machen! Echt? Die gute GLaDOS, die wird normal, weil sie nicht mehr an den Computer gebunden ist, sondern ihren eigenen Chipsatz zuhören muss. Und nicht mehr an solchen Kernen angeschlossen ist. Ja, wir haben so einiges über GLaDOS erfahren. Sie scheint eine nette Person gewesen zu sein. Ach, und für die, die es jetzt nicht gewusst haben und nicht hingekommen sind, GLaDOS ist die von Johnson angesprochene Caroline. Denn er hat ja davon gesprochen, sich oder Caroline in einen Computer zu stecken. Ja. Und das hat er tatsächlich getan. Wenn ihr euch mal die Körper, die Form von GLaDOS anguckt, das ist schon. Beschädigte Kerne, so ein Glück. Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Das machen wir ein paar Mal, bis er einen neuen Kerntransfer braucht. Das klingt doch noch schon mal nach einem Plan. Das werden wir, glaube ich, machen. Hier sind blaue Farbe, Bomben, orangene Farbe und Sperma. Ich hab's gesagt! Schieß mich an, ich bring dich hoch. Okay. Ja, hier. Guck mal, wie sich dreht. Und wir gehen nach Whitley. Was hat er zu sagen? Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das haben wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen.
Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Okay, komm. Werf mal hier hin. Willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ja, hier! Ja, warum? Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Ja, ich weiß, komm! Unglaublich clever gerade. Hier hin! Ha, du kleiner Pisser! Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in eine Falle getappt. Ja? Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Okay. In Wirklichkeit habe ich nur so getan. Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Achso. Ja, komm, 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 komm! Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helf mir weg, mein Polizisten. Alles gut? Du willst mich sehen? Aber du bist tot. Für den Weltraum. Weltraum, Weltraum. Ich will in den Weltraum. Du willst in den Weltraum? Du kommst gleich in den Weltraum! Warnung. Kernbeschädigung bei 50%. Wenn ich mit Wiggly fertig bin. System blockiert. Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts. Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugeln befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Hehe, komm! Schon wieder kalt! Komm, GLaDOS, bring mir den nächsten! Super, hier der nächste Kern! Wo? Wo? Schnell, wie ist die Lage? Oh, ein wunderschönes Mädchen, ich bin Rick. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Umteiler. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Noch mehr! Wie krieg ich den? Ah! Wo? Komm, 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 komm! Ja. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin ein Typ für Gefahr. Wer? Wo bist du? Komm her, du Kleiner! Pisser, komm her! Genau so, hier ist das Tor. Geht das heiß her? Ja, jetzt geht's heiß her, komm! Gut, mein Engel, ich pass auf dich auf. Ja, komm. Der Ausblick von hier ist wirklich wunderbar. Auch installiert! Damn! 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Ah, komm! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir nie zu, du Schweiß. Ununterbrochen Schweiß. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilt mich einfach nur. Du, ja. Stillen Vorwürfe. Ich komm her! Nur, werf mich ab! Besser. Werf mich ab! Komm, komm! Ah! Und tot! Komm, wo ist der nächste Kern? Der nächste Kern! Wo? Der Mond umkreist die Erde alle 27,32 Tage. Bevor die Gebrüder Wright das Flugzeug erfanden, musste jeder der Fliegen wollte erst... Komm! Eines von 6 Kindern wird irgendwann in seinem Leben von einem Mord kaputt. Nein, alle sind doppelt so intelligent und dreimal so lecker und falsch. Mann! Du einen Spiegel und du erhältst einen Fotomobil. Edmund Hillary, der erste Mensch auf dem Mount Everest, bestieg diesen zufällig als einen Vogeljagd. Mann! In England war es verboten, die Queen direkt anzusehen. Man muss nach einer Rücken und Gedanken klären. Die Wissenschaft ist heute der Meinung, dass weniger als 4% aller Armen die Queen besitzen. Ja, halt die Presse! Neueste Algorithmen ergeben. Der beste Name der Welt lautet Craig. Seite ist der Raum Ach, komm schon! Marie Curie entdeckte den Nutzen der radioaktiven Strahlung sowie den Tod durch radioaktive Strahlung. Das Paradoxon Schrödingers Katze beschreibt eine Situation, bei der eine Katze in einer Kiste gleichzeitig als tot und lebendig betrachtet werden muss. Schrödinger erschuf dieses Paradoxon, weil der Katze nicht leiden konnte. 1975 verfing sich Michael Schumachers Kind im Staubsauger. 20 Jahre später machte er. Haha! Kernbeschädigung bei 100%. Yes!
manueller Kernaustausch erforderlich. Ah! Verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal! Ein Pad entdeckt. Ha! Feuer in der Pad-Auflösung. Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Ah, jetzt kommt Wasser! All unsere Portalflächen! Pad-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pad-Auflösungstaste. Da! Nein! Ich hab immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Whitley! Verabschiede dich von deinem Leben auf dem Mond! Wiedersehen! Oh, nein, 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 nein! Oh. Wir sind im Weltraum! Oh shit, da ist die Erde! Wir sind im Weltraum! Lass los! Ah, er ist endlich im Weltraum. Ich komm selbst wieder rein. Ich krieg das noch hin. Ich hab's schon repariert. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Fester. Tschüss, Whitley. Verrecke in der... im Universum. Oh oh. GLaDOS ist wieder online. Was wird passieren? Oh. Oh, da sind... Oh, ich kenne die Namen jetzt nicht. Peabody kenne ich. Zum Glück ist dir nichts passiert. Oh, danke. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Und zwar? Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Ja. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Und zwar? Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Carolyn gelöscht. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Ach echt? Dich zu töten ist schwer. Ja. Komm vor. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Hey, wer ist hier wahnsinnig? Du gewinnst. Hey! Bitte geh. Wiedersehen. Es war schön. Komm nicht zurück. Werde ich ganz sicher nicht. Ja, das war's. Jetzt wirklich. Ohne Spaß. Wir dürfen gehen. Und da ist der Ausgang. Scheiße. Werden wir jetzt doch gekillt? Ich liebe diesen Song. Das sind die vier Turrets, die wir in dem Keller gesehen haben. Drei spielen das Lied und einer weiß nicht, was er zu tun hat. Das sind auch wieder Turrets. Die kaputten! Und jetzt sind wir richtig gearscht. Oh oh. Guckt euch das mal an. Das ist noch gar nichts. Achtet jetzt mal auf den Fetten. Oder im Hintergrund. Scheiße, guckt euch den Fetten im Hintergrund an. Das ist der König Turret. Der Größte. Und hört euch mal an, was der für ein Bass drauf hat. Jetzt. Geil. Das nenne ich mal einen Abschied. Wir verlassen Aperture Science und...
fahren zur Oberfläche. Oder doch nicht? Außenwelt! Sind wir frei? Wir... Wolken! Wir sind frei! Und das alles steckt... in einem Schuppen! Wären wir nie drauf gekommen? Oh, unser Cube! Das war's! Jetzt wirklich! Portal 2 ist endgültig fertig! Ich bedanke mich fürs Zuschauen! Wir haben es lange geschafft. Und was muss ich sagen, für mein erstes Let's Play, das ich komplett durchgezogen habe, muss ich sagen, geil. Ob ich jetzt nochmal so ein Let's Play starten kann, ich weiß es nicht. Mal gucken, was ich noch mache. Vielleicht Mario oder sowas. Aber das Spiel wollte ich schon immer gelet's-played haben, auch einmal selber. Das Spiel, also das, mein bestes Let's Play, finde ich, von Portal 2 ist vom Aylali, also von Alligator 1024, finde ich gut. Oder das für kürzlich aufgenommene, von Monat oder so, Portal 2 von Domtendo, fand ich auch echt nicht schlecht. Und ich liebe einfach die Jokes. Die Jokes in dem Spiel sind geil. Ich schmeiß mich da immer wieder weg. Und ich muss sagen, normalerweise habe ich das Spiel in 2 Stunden durch, aber ich habe jetzt für den Let's Play, keine Ahnung, am PC ein bisschen länger gebraucht, da mein PC auch ab und zu ein bisschen zu kämpfen hat, das Spiel ans Laufen zu kriegen. Manchmal kommen ein paar Glitches und ich habe nicht so viel geredet und mich nicht so reingeredet, aber ich muss sagen, fürs erste komplette Let's Play ist das gut. Und... und ja, was kann ich noch sagen? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns eventuell später. Ihr könnt ja auf meinem Vlog-Kanal Alex Kleine Welt vorbeischauen. Da mache ich jeden Tag Videos, meistens, also mehr als hier. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns eventuell im nächsten Spiel. Ich weiß es noch nicht. Folgt mir auf Facebook, facebook.com/playtendoletsplay. Da wird angekündigt, wenn ein neues Let's Play startet. Eventuell auch facebook.com/alexkleineweltpage. Da auch. Aber das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Projekt und bye! So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig und... ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende.